Das gescheiterte Attentat auf Präsident Trump. The Rees Report. Benutzte Crooks diese Leiter, um das Gebäude zu erklimmen und wurde 30 Minuten vor dem Schuss auf dem Dach gesichtet. Ihr wollt mich doch verarschen gerade, Bro. Ist das wirklich so? Der Officer griff an die Kante des Gebäudes und zog sich hoch, um schauen zu können. Nach dem, was er mir erzählte, Schütze drehte sich, Gewehr war auf den Officer gezielt, der Officer bewegte sich zurück, irgendwie geduckt, fiel und verlor seinen Halt auf dem Gebäude. Ey, ich bin schockiert gerade, Bro. Und der Attentatsversuch fand am selben Tag wie das okkulte Ritual des Bohemian Clubs statt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Das gescheiterte Attentat auf Präsident Trump. The Rees Report. Deutsch. So. Es geht wieder um das Attentat. Dieses Mal ist das ein Mitarbeiter von Alex Jones quasi. Also von, wie heißt der Laden nochmal? Infowars. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es auf jeden Fall schwurbeltechnisch aufgeladen ist, wenn ich das so nennen darf an der Stelle. Deswegen packt mal die Aluhüte auf. Ich glaube, hier werden ein paar Informationen erzählt oder ein paar Dinge gesagt, die wir so vielleicht noch nicht gehört haben. Da gehen wir jetzt rein. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Die Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Rees und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Alles klar, mein Jutz, da wissen wir Bescheid. Laut einem CNN-Bericht kaufte Thomas Crooks auf dem Weg zur Kundgebung eine 1,5 Meter hohe Leiter und konnte irgendwie diese Leiter zusammen mit seinem Gewehr zu einem Gebäude tragen, das eine direkte Sichtlinie auf Trumps Podium hatte. Bruder, allein der Satz ist schon crazy, oder nicht? Sei mal ehrlich jetzt. Der hat auf dem Weg, hat er sich eine Leiter gekauft und ist dann zu einem Gebäude, was relativ nah dran ist, an der Rede, also an der Bühne quasi, wo der Trump draufsteht und redet so. Alleine das ist schon so, wie? Wie? Bro. Bro. Bei aller Liebe, Digga, komm. 1,5 Meter, Bro. Schön mit, Bruder, der muss da rumgesteppt sein mit einer Leiter unterm Arm, Bro. Und so ein wahrscheinlich Gewehr um den Hals, so. Weißt du, wie ich meine? Und steppt einfach mal kurz dahin, so. Gebäude, das besetzt war von schwer bewaffneter Polizei. Heute Abend. Das Gebäude war besetzt von schwer bewaffneter Polizei, what the fuck? Erfuhr ABC News, dass schwer bewaffnete Polizisten in dem Gebäude stationiert waren und Thomas Crooks verpassten, als er. Ich bin froh, dass ich meine erste Reaktion auf dieses Attentat, wo ich live war, ne, dass ich das gespeichert habe, Bro. Warte mal ab, Digi. Warte mal ab. Außen auf das Dach des Gebäudes kletterte. Mit dem Gewehr in der Hand benutzte Crooks diese Leiter, um das Gebäude zu erklimmen und wurde 30 Minuten vor dem Schuss auf dem Dach gesichtet. New York Post: Thomas Matthew Crooks was spotted on roof by law enforcement nearly 30 minutes before attempted Trump assassination. Ihr wollt mich doch verarschen gerade, Bro. Ist das wirklich so? Er wurde fotografiert von der Polizei und gemeldet 25 Minuten vor dem Schuss. Und dann haben die den da chillen lassen oder was? Haben gesagt, ach komm, passt schon, Digga, der sieht nicht gefährlich aus. Digga, hör doch auf, Digga. Was jetzt, Bro? Wurde sogar zur Rede gestellt auf dem Dach vor dem Schuss. Der örtliche Polizeibeamte kletterte auf das Dach und stellte Crooks kurz vor den Schüssen. Digga, das ist ABC News, Digga. Das ist Mainstream, sein Vater, ne? Zur Rede. Der Officer griff an die Kante des Gebäudes und zog sich hoch, um schauen zu können. Nach dem, was er mir erzählte, Schütze drehte sich, Gewehr war auf den Officer gezielt, der Officer bewegte sich zurück, irgendwie geduckt, fiel und verlor seinen Halt auf dem Gebäude. Ey, ich bin schockiert gerade, Bro. Umstehende fingen an, die Polizei auf Crooks hinzuweisen, ganze 2 Minuten bevor er das Feuer eröffnete. Guck mal, die zeigen alle. Ja, Digga, suspicious, dein Vater. Hollywood-Vibes.
Ja, da ist jemand auf dem Dach. Guck, ja, er ist genau dort, genau da. Siehst du ihn? Er liegt. Kannst du ihn sehen? Er liegt flach. Das Verteidigungsscharfschützenteam schaute ihn direkt an. Ganze 40 Sekunden, bevor er feuerte. Und erlaubte ihnen, ein paar Schüsse abzugeben, bevor sie ihn ausschalteten. Der erste ab... Ich habe mir eine Analyse von einem Navy, von einem aus der Army reingezogen. Der hat gemeint, dass die eventuell den haben nicht sehen können. Wegen irgendeiner, wegen der Dachschräge oder so. Er meinte, dass die den umgelegt haben, die anderen Scharfschützen gewesen sein müssen. Feuerte Schuss, streifte Trumps rechtes Ohr, als er seinen Kopf Richtung Schütze drehte. Wenn er seinen Kopf nicht gedreht hätte, wäre er live im Fernsehen ermordet worden. Wir nennen das DRT, was Dead Right There bedeutet. Das bedeutet, dass alle Sympathikus und Parasympathikus Nervenreaktionen verschwunden sind, weil ich dein zentrales Nervensystem einfach durchtrennt habe. Aber Zivilisten sehen ihn. Ja, das ist halt, und mehrere Zivilisten, so, ne? Das ist halt schon eine Sache, so, wo man sich fragen muss, so, hä? Der Secret Service, Bro. So, da redet gerade ein Ex-Präsident, der eventuell in Zukunft wieder Präsident wird, und du willst mir erzählen, dass in einer der nächstgelegenen Häuser zu dieser Bühne ein Typ aufs Dach gehen kann, da rumchillen kann, so, und angeblich Polizisten den schon gesehen haben, und die haben nichts gemacht? Das willst du mir, das... Egal, ob du von hier oder von der Seite auf das Ohr schaust, das zentrale Nervensystem wird durchtrennt. Und das bedeutet, dass alles aufhört. Es ist lichter aus. Der Fakt, dass sie ihn buchstäblich strifft, ich meine, wir sprechen über einen Unterschied von etwa einem halben Grad. Aber ich drehe nur den Kopf, um den Chart zu zeigen. Und etwas, das mich einwickelte, fühlte sich an wie ein Riese, wie der weltgrößte Moskito. Dieses Gespräch aufgenommen mit RFK und Trump, oder was? Klassenkameraden zufolge schoss Krug schon seit seinem ersten Studienjahr bei Wettkämpfen mit und war Mitglied im örtlichen Schützenverein. Also trainierte er mit einem Gewehr schon seit mindestens 5 Jahren. Und die Berechnungen, die Mike Adams und Michael Young vorlegten, legen nahe, dass die Schüsse von Krugs abgegeben wurden. Bis jetzt ist Krugs ein Rätsel, das auf das Profil eines Attentäters mit Gedankenkontrolle passt. Aber so oder so, es war zweifellos ein Insider. Ja, ein unter Mind Control gesetzter Typ, oder was, mäßig? Okay. Um Präsident Trump zu ermorden. Und das führt direkt zu Mallorcas. Viktor Orban... Mallorcas? Malerin, Männer, da? ...sich privat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, dem russischen Präsidenten Putin und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, um ein Friedensabkommen auszuhandeln. Und Putin kündigte vor kurzem an, dass er offen für weitere Diskussionen ist. Sie wissen, die Tatsache, dass Mr. Trump als Präsidentschaftskandidat sagt, dass er bereit ist und den Krieg in der Ukraine beenden will, wir nehmen das sehr ernst. Ich habe noch nicht gesehen, wie genau er das machen will. Und das ist die entscheidende Frage. Die ganzen Schauspieler spielen uns hier gerade einen vor, Bro. Die spielen uns hier alle gerade einen vor und wir sind voll drin. Merkt ihr das? Aber ich habe keinen Zweifel, dass er das aufrichtig sagt und wir unterstützen das. Astrologen haben Ereignisse um einen seltenen Planetentransit am 15. Juli vorhergesagt, der den Stern Algol betrifft, bekannt als der Dämonenstern. Er stellt Medusas Enthauptung dar und gilt als... Was jetzt mit Astrologie, Alter? Bro, was ist denn jetzt los? Astrology it in, man, Alter. Was meint der Cousin? Was? Ein Zweifel, dass er das aufrichtig sagt und wir unterstützen das. Astrologen haben Ereignisse um einen seltenen Planetentransit am 15. Astrologen, aha, okay. Jetzt geht's richtig in die Mystik rein, Bruder. Bro. Yasuke, da wird der Yasuke wach, Digga. ...den Juli vorhergesagt, der den Stern Algol betrifft, bekannt als der Dämonenstern. Er stellt Medusas Enthauptung dar und gilt als einer der gewaltigsten und unglücklichsten Sterne in der Astrologie. Und der Attentatsversuch fand am selben Tag wie das okkulte Ritual des Bohemian Clubs statt. Boah, Digga, also wem jetzt, bis jetzt der Aluhut noch nicht vom Kopf geflogen ist, Digga, da ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, würde ich sagen, Digga. So. Also da kriegt selbst ein Schwurbler, also selbst meine Zirbeldrüse fängt gerade an, ein bisschen warm zu werden. Der Bruder hat Feuer gefangen, glaube ich, Bro. Das muss ich nachrecherchieren. Bohemian Grove 2024, wann? What is Bohemian? Ich will das Datum jetzt sehen.
gibt es dafür Bestätigung. 15. Juli, Bohemian Grove und Evente Anual Exclusivo para Miembros de Bohemian Club. Publicado por Editor Minuto 30. 15. Juli, Digga. Das war am 15., ne? Ah, der Bericht ist vom 15. Oder war das auch am 15.? Wann war denn das Trump-Attentat? 14. war das Attentat? Naja, der Bericht ist vom 15. I don't know, ich bin ein bisschen zu tief drin gerade, glaube ich, aber ich wollte das schon jetzt gerne mal wissen, so, ob das wirklich stimmt, was der hier erzählt. Die Verbrennung der Sorge im Bohemian Grove, bei dem eine Puppe geopfert wird im Feuer. Ob sie sie die Illuminaten nennen, den tiefen Staat oder die Synagoge Satans, sie wollen keinen Frieden, aber Amerika lebt, um einen weiteren Tag zu kämpfen. Berichtet für Infowars. Ich bin Greg Rees. Wow. Ich meine, Infowars, Digga, wissen wir ja, ne? Wie gesagt, das sind die Väter der Schwurbelei, wenn man das so sagen darf an der Stelle. Trotzdem interesting, Bro. Haben wir uns mal reingezogen. Schreibt mir rein, was ihr dazu denkt. Schreibt mir auch gerne rein, wenn ihr mies recherchiert habt und mir sagen könnt, an welchem Tag Bohemian Grove 2024 stattgefunden hat. Ob das wirklich am selben Tag war. Ja, Alter, crazy. Crazy. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Oh shit, Bro. Wir waren jetzt gerade ganz tief drin, ne? Habt ihr das gefühlt? Ich hab's gefühlt irgendwie.